Das ist Bob. Bob hat vergessen, für Weihnachten schon alles zu spicken. Und wir wollen ihm helfen. Was? Du möchtest nicht? Quatsch, wir machen's. Für den Anfang ist es ganz wichtig, erstmal die Optik zu gestalten. Das heißt, wir müssen erstmal überall Schnee verteilen. Von alleine fällt ja heutzutage leider kein Schnee mehr, von daher schnappen wir uns Schneeplatten und verteilen es erstmal auf der ganzen Grundfläche. Falls dir irgendwo, natürlich jetzt sag ich mal, Knöpfe im Weg sind oder Pflanzen im Weg sind, kannst du das austauschen, indem du einfach Blöcke in den Boden machst und dadurch, sag ich mal, überall diese weiße Weihnachtspracht dir platzieren kannst. Haben wir den Vorgarten denn soweit erstmal in weiß eingehüllt, können wir natürlich jetzt vorne noch anfangen, das Ganze zu gestalten. Das heißt, wir fangen jetzt an, einen Baum uns zu setzen. Gut. Jetzt kommt jetzt immer darauf an, wie groß hast du deinen Vorgarten, passt der überhaupt ein Baum rein? Bei uns ist es jetzt so gegeben, da kann man jetzt irgendwo sich sein Bäumchen hinsetzen. Wie der Umfang ist, muss jeder immer für sich entscheiden. Ich glaube, so einen Tannenbaum zu setzen ist eigentlich ganz einfach. Bei uns hat er jetzt ein Maß von 5x5. Den ziehen wir uns dann einfach mal nach oben hin. Danach kann man dann immer noch sehen, möchte man sich ihn dekorieren, möchte man ihn sich nicht dekorieren. Sonst packst du da einfach nur Schneeplatten drauf. Andernfalls nimmst du dir jetzt natürlich ganz viele Gegenstandsrahmen, Köpfe, Kerzen, Pipapo und schmückst ihn damit. Auch ohne, sag ich mal, ein Weihnachtstexturpaket ist das Ganze möglich, sodass man ihn doch, sag ich mal, so gestalten kann wie so ein Weihnachtsbaum, ne, dass man da was ranhängt. Sieht ja ganz nett aus. Aber da fehlt natürlich das Wichtigste und das ist natürlich der Weihnachtsstern. Da kann man natürlich einige Arten nehmen, zum Beispiel vielleicht mit Zaun und Zauntor sich so einen Stern einfach darstellen, aber ich denke mal, da ist unser Weihnachtsbaum ein bisschen zu klein für, dass das irgendwie passt. Dann kann man natürlich auch noch einfach mal Variante B nehmen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel mit einer Glocke. Müssten wir zwar einen unsichtbaren Block nehmen, aber wenn man, sag ich mal, von weiter weg guckt, sieht das schon aus wie ein Weihnachtsstern. Ist jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen mein Favorit, aber ich glaube, hier passt es nicht so ganz rein. Dann gibt es aber noch eine nächste Variante und zwar einfach mit Endstäben sich so, sag ich mal, einen Stern ein bisschen darzustellen. Aber ich denke mal, in dem Größenverhältnis passt das jetzt auch nicht so unbedingt. Müsste man vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Vielleicht nur einen Endstab und da was raufpacken. Köpfe oder ein Akquisator. Ja, das geht. Das können wir machen. Das sieht doch aus wie ein Weihnachtsstern. Ich denke mal, hier für das Verhältnis passt das ganz gut. So, dann haben wir schon mal den ersten Tannenbaum uns hier vorne im Garten platziert. Fehlt natürlich noch ein bisschen die Beleuchtung. Gut, Lichterketten haben wir jetzt nicht unbedingt in Minecraft, aber wir können improvisieren und zwar mit bunten Knöpfen. Wir haben ja schon eine große Auswahl und da kann man eigentlich ganz gut, sag ich mal, sich ein paar nehmen. So drei Stück sollten eigentlich völlig reichen. Ihr seht ja schon beim Haus hier haben wir ja auch ein paar Knöpfe schon verbaut. Da kann man das eigentlich gut mit einbauen. Und dann setzen wir uns die einfach in so ein schönes Muster hin. Und dann sind das einfach unsere Lichterketten. Das kann man sich natürlich verteilen beim Häuschen, wie man immer möchte. Ja, und das sind dann einfach die Lichterketten. Die kann man später auch natürlich im Haus sich so platzieren. Ja, was draußen ist, kann man auch immer innen drin benutzen. Ja, das ist dann, sag ich mal, ja, das passt sich dann so ein bisschen ab. Ja, was man so draußen platziert, kann man auch innen drin platzieren, um sich dadurch, sag ich mal, ein bisschen so Weihnachtsdekos ein bisschen darzustellen. Gut. Was muss man denn noch machen? Ja, wir haben Schnee. Das heißt wohl, wir bauen uns einen Schneemann. Nein, nicht so einen Schneemann. Wir bauen uns einen ganz klassischen Schneemann. Einfach mit Schneeblöcken. Dann setzen wir uns einfach die Schneekugeln hin. Wenn man die hat, stecken wir natürlich noch die Arme einfach mal rein. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen Zauntor. Ich finde das ganz passend. Dann kann man vielleicht noch einen Schal sich einfach mal ranbinden. Das könnte so Keramik sein oder mit Banners könnte man sich auch ein bisschen was darstellen. Dann machen wir dann noch die Knöpfe hin. Würde ich noch sagen, stecken wir ihn in die Nase rein. Da passt ein Endstab ganz gut. Und ganz oben drauf würde ich noch einen Hut setzen. Da nehmen wir einfach einen Kopf. Ja, und schon haben wir den Schneemann. Man kann natürlich auch noch ein bisschen rumexperimentieren mit den Armen. Zum Beispiel kann man auch Hebel nehmen. Nur da muss man mal gucken, was einem da ein bisschen besser gefällt. Aber ich glaube, das Zauntor, das lassen wir mal lieber. Ich denke mal, die Mütze vom Schneemann kann man auch noch ein bisschen besser anpassen. Statt einen Kopf könnte man auch eine Stufe nehmen. Ne, einfach so. Muss man mal gucken, was einem da besser gefällt. Aber ich denke mal, eine Stufe, die ist doch ein bisschen besser. Dann haben wir schon mal den Vorgarten fertig. Kommen wir mal ein bisschen zum Dach. Denn wir können ja nicht nur den Vorgarten machen und das Dach nicht. Von daher schnappen wir uns hier auch wieder ein bisschen Schnee und verteilen uns das so ein bisschen. Wir haben hier zum Beispiel eine Terrasse, da können wir überall so ein bisschen was draufsetzen. Wir haben natürlich auch noch ein großes Dach. Da könnte man auch eigentlich alles draufsetzen oder man lässt sich auch ein bisschen was frei. Zum Beispiel, wenn wir da einen Schornstein haben oder so, ne? Das heißt, da kommt ja ein bisschen Wärme raus, dass da auch ein bisschen der Schnee schmilzt. Ne? Das kann man so ein bisschen aussehen lassen, muss man ja nicht überall komplett machen. Besonders bei uns, da schneit es ja sowieso nicht mehr so doll, da muss man ja nicht so übertreiben. Wenn wir schon mal das Dach uns, sag ich mal, jetzt so bearbeitet haben, können wir auch ein bisschen Deko aufs Dach setzen. Vielleicht kennt ihr solche riesigen Pappaufsteller oder so aufgeblasene Sachen, die man sich, sag ich mal, aufs Dach stellen kann. Und da könnte man, sag ich mal, hier sich eigentlich einen guten Weihnachtsschlittenmeier darstellen, der vielleicht gezogen wird von einem Rentier. Und in Minecraft ist es eigentlich immer, sag ich mal, so, wenn du etwas baust, was andere erkennen, hast du es gut gebaut.
Also zum Beispiel so einen Schnitt, den können wir ganz leicht andeuten. Da müssen wir nicht so viele Feinheiten einfach mal reinbauen. Es kommt ja auch immer aufs Größenverhältnis an, ne? Wenn wir, sage ich mal, alles so ein Skin-Verhältnis bauen, können wir natürlich jetzt nicht so viele Feinheiten einbauen. Und daher sollten wir es eigentlich schlicht und einfach lassen, sodass, sage ich mal, man es erkennt. Und dann haben wir es schon geschafft. Mit ein paar Griffen kriegt man dann auch hier seinen Schlitten einfach mal hin. Man kann alle möglichen Sachen verwenden. Pfeiltüren, Knöpfe, Pipapo, ne? Zum Beispiel hier machen wir jetzt einfach mal einen Sack vom Weihnachtsmann einfach mit Betonklotz und einen Blumentopf mal ein bisschen da. Ne? Das kann man ganz einfach so sich einfach schnell darstellen. Auch ein Gespann vom Rentier, da kann man jetzt einfach Eisengitter nehmen, die einfach seitlich hinpacken. Und damit können wir das Rentier eigentlich gut einspannen. In Minecraft sollte man auch eigentlich nie zu kompliziert denken, um sich irgendwas zu basteln. Denkt immer erstmal vom Einfachsten aus, baut das und danach könnt ihr es immer besser verfeinern. Weil so baut man eigentlich immer am besten und effektiv. Man muss immer erstmal sich das einfach machen, bevor man sich zu schwer macht. Ich glaube, das ist ein bisschen verständlich, oder? Baut immer erst grob und dann verfeinert's. Wir machen uns jetzt noch einen schicken Rudolf. Einfach mit einer roten Nase. Kommt noch ein paar Knöpfe, Hebel dran. Und ich würde sagen, als Geweih nehmen wir einfach mal eine Koralle. Ich finde die ganz schick. Kann man gut nehmen dafür. Im großen Verhältnis passt das ganz gut, ne? Ja, dann setzen wir natürlich noch den Weihnachtsmann rein. Einfach ein bisschen hier darstellen mit einem Steve-Kopf und fertig. Und schon haben wir die Weihnachtsdeko auf dem Dach. Sieht doch ganz schick aus. Jetzt kann auch der Weihnachtsmann in echt kommen. Ne? Jetzt haben wir ihn schon mal als Aufsteller da. Da weiß er genau, wo er landen muss. Falls ein das jetzt immer noch nicht reichen sollte, was man jetzt, sag ich mal, hier im Vorgarten hat, kann man immer noch, sag ich mal, sich einfache Zuckerstangen überall hinbasteln. Ich würde da nicht mehr als 1 bis 3 Zuckerstangen sich im Vorgarten platzieren, weil so doll übertreiben sollte man ja auch nicht. Man macht ja nicht so ein Winter-Wonderland. Man macht ja, sag ich mal, jetzt nur eine leichte Dekoration. Draußen haben wir jetzt erstmal genug rumgebastelt. Gehen wir erstmal rein und gönnen uns eine schöne heiße Schokolade. Ich weiß zwar nicht, wie ihr innen drin alles schmückt, aber bei uns zu Hause machen wir eigentlich hauptsächlich nur das Wohnzimmer. Der Rest der Wohnung oder des Hauses wird nur leicht weihnachtlich gestaltet. Von daher habe ich mir jetzt auch in Minecraft nur aufs Wohnzimmer erstmal ein bisschen bezogen. Da können wir natürlich einen schönen Weihnachtsbaum reinpacken mit ein paar Geschenken drunter. Natürlich kannst du dann auch noch ein bisschen Lichterketten anbringen, so wie wir es draußen getan haben. Und natürlich einen schicken Kamin basteln. Eine einfache reicht schon völlig aus, kommt ja immer aufs Verhältnis an, wie du, sag ich mal, Platz hast in der Wohnung. Ein paar Socken rüber und töffig ist es. Man kann natürlich auch, wie in Amerika, vielleicht noch Kekse und sogar eine schöne kalte Milch dem Weihnachtsmann zur Verfügung stellen. Ne? Wenn er, sage ich, seine Tour macht, braucht er einfach die Kekse und die Milch um zur Stärkung, um dann wieder weiterzugehen. Ist zwar nicht unbedingt ein Brauch bei uns hier in Deutschland, aber in Minecraft können wir es ruhig machen. Dann haben wir wieder eine weitere Sache, die wir uns irgendwo schick einfach mal platzieren können. Dann können wir uns natürlich einfach ins Wohnzimmer noch gemütlich hinsetzen, lauschen unseren schönen Lagerfeuer, haben einen schicken Weihnachtsbaum, Beleuchtung ist auch da. Und das reicht schon völlig aus, um sich, sag ich mal, in Minecraft ein schönes weihnachtliches Wohnzimmer sich hier einfach mal zu gestalten. Da kann sich Bob jetzt natürlich auf seine Weihnachtszeit freuen. Und hey, guck mal, ein Mistelzweig. Ihr wisst, was das heißt. Kann man sich natürlich auch noch irgendwo platzieren im Haus, ne, falls ihr Besuch kriegt. Ne, falls der richtige Besuch da ist, ne, könnt ihr immer euch unter ein Mistelzweig stellen. Ja, dann kann sich Bob natürlich jetzt auf seinen Weihnachtsfest freuen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal raus und sagen ihm die guten Neuigkeiten dabei. Aber eins müssen wir noch machen. Bob ist noch nicht in der Weihnachtsstimmung. Das ändern wir gleich. Jetzt kann Bob sich natürlich auf das Weihnachtsfest freuen. Er ist bestimmt schon gespannt drauf, was der Weihnachtsmann ihm bringt. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich heute fertig. Wir haben unser Haus schick weihnachtlich vorbereitet. Man kann, wie ihr seht, auch ohne Texturpaket sich weihnachtlich natürlich schon einstimmen. So kleine Dekosachen reichen schon völlig aus, um sein Haus immer zu gestalten. Ich hoffe, es waren ein paar Ideen dabei, wie du natürlich jetzt auch einfach loslegen kannst, dich einfach vorbereiten kannst auf die Weihnachtszeit. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß jetzt beim Gestalten deiner Häuser und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!